13 in der Startaufstellung des FC Basel. Der Stürmer ist aber nicht der einzige Neue auf dem Platz. Murat Yakin hat seine Mannschaft gegenüber dem GC-Spiel auf 6 Positionen umgestellt. Nach 11 Minuten ist die Phase des gegenseitigen Abtastens vorbei. Elneny auf Philipp Degen. Degen, Alex Frey, erste Torchance, erstes Tor. Alex Frey, wie man ihn kennt, und alle Teamkollegen freuen sich mit ihrem Captain über das 1:0. Die Frage, ob es abseits war beim Pass auf Degen, ist schwer zu beantworten. Tendenz eher nein. Thun kommt erst nach 26 Minuten das erste Mal gefährlich vors Tor des FCB. Steffen an Philipp Degen vorbei. Sein Pass in den Rücken der Abwehr, aber auch in den Rücken der Mitspieler. Schirinzi. Doch noch der Schuss. Jan Sommer besteht seine erste Prüfung mit Bravour. Freistoß für den FC Thun in der 34. Minute. Benjamin Lüthi. Das ist nichts. Ferreira. Das ist schon gefährlicher, aber Sommer muss nicht eingreifen. Wir notieren, Thun wird gefährlicher. Dann kommt aber bereits die Halbzeitpause. Und danach dauert es bis zur 58. Minute bis zur nächsten Thun-Chance. Der gefährliche Steffen Ferreira mit dem Ausgleich. Nein, das darf ja nicht wahr sein. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Nach knapp einer Stunde diese Szene. Steinhöfer fällt unglücklich auf das Bein von Steffen. Der beste Thun-Spieler der letzten Wochen mit schmerzverzerrtem Gesicht. Nicht das, was Urs Fischer sehen will. Es gibt aber Freistoß für Thun. Zu viel. Schindelholz, Sommer bekommt das Foul nicht, aber Schindelholz trifft auch das Tor nicht. Und dann das. Steffen will zurück aufs Spielfeld. Unglaublich. Aber der Flügelflitzer sieht schnell ein, es geht nicht. Von Basel ist gar nichts mehr zu sehen in der zweiten Halbzeit, bis zu dieser Szene in der 66. Minute. Sala. Auf Fabian Frey, aber der schießt nicht. Alex Frey kommt nicht dran. Basel geht nun auch noch leichtfertig mit den Chancen um. Der FC Thun ist klar die bessere Mannschaft. Nur vor dem Tor klappt es nicht. Bis zur 79. Minute und dem Ausgleich von Marco Schneuli. 1:1, dieser Treffer hat sich abgezeichnet. Schneuli geht 5 Meter vor dem Tor, völlig vergessen. Kurz vor Schluss doch noch ein FCB-Angriff. Sala auf Frey, Alex Frey. Fever rettet Thun in die Verlängerung. Nicht mehr mit dabei ist Nelson Ferreira. Der Thuner bekommt von Schiedsrichter Bieri die gelb-rote Karte gezeigt. Völlig zu Recht, wenn man die Wiederholung anschaut. In der Verlängerung ist der FC plötzlich wieder da. Alex Frey. Nochmals Frey. Frey zum dritten. Es bleibt beim 1:1 und das ist auch das Resultat nach der ersten Halbzeit der Verlängerung. Die zweite Phase der Verlängerung ist erst 40 Sekunden alt. Als Fabian Frey den Matchball auf dem Fuß hat, Frey hämmert den Ball an die Latte. Das wär's gewesen. Die 115. Minute. Alles deutet auf ein Elfmeterschießen hin. Fabian Frey auf Alex Frey. 2:1 für den FC Basel. Unglaublich. Der FCB hat sich diesen Treffer in der Verlängerung verdient. Und Alex Frey ist bei seinem Comeback der Held. Doppeltorschütze. Er ist und bleibt ein einzigartiger Stürmer. Doch noch ein relativ intensiver Match geworden. Alex Frey, hätte er das Spürli einfacher können haben heute? Gut, zuerst muss man sagen,
haben wir gegen einen sehr guten Gegner gespielt, der voller Selbstvertrauen war nach dem 4-0 gegen Sion. Ich glaube, die ersten 25 Minuten sehr, sehr gut für uns. Nachher mit dem 1-0 den Faden verloren. Und am Schluss können wir uns nicht beklagen, dass wir in Verlängerung haben müssen. Aber ich glaube, nachher hat dann schon ein bisschen die Erfahrung gesiegt. Und doch der Spielrhythmus, man merkt dann schon, dass wir halt mehr Matches dabei haben und dass da jeder seinen Spielrhythmus ein bisschen hat. Wie war es für Sie, jetzt zurückzukommen in die Stammformation und gerade zwei Goal schießen? Er hat schon viel Goal gemacht. Wie wichtig sind die beiden Goals? Ist ja klar, dass wir darüber reden. Ach, schauen Sie, ich glaube, es ist immer viel geschrieben worden und ich glaube, dass ich auch zu diesem Thema nichts gesagt habe. Für mich ist klar, ich habe drei Monate vor mir, wo die letzten drei Monate sind, also will ich den Fußball noch genießen. Und darum stelle ich mich in die Dienst von der Mannschaft. Ich habe das immer gesagt, wenn ich spiele, spiele ich, dann probiere ich das Beste, wie heute oben zu gehen. Und wenn ich nicht spiele, dann ist es halt so. Aber der Verein geht vor und im Moment, oder nicht im Moment, Einzelschicksal interessieren Ende Saison, aber sicherlich nicht jetzt. Was mir aufgefallen ist, beim ersten Goal, da sind plötzlich die ganzen Kollegen ausnahmslos bis auf den Sommer zu reingekommen und haben sich auf einen Arm gefreut, wie ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ist das eine falsche Wahrnehmung von mir oder ist das so gewesen? Ich bin vielleicht gleich ein toller Typ. Nein, aber es war schon auffällig. Ja, wir waren auch glücklich und natürlich fällt auch denen ein Stein vom Herzen. Die können ja auch ein bisschen Zeitung lesen und sich ein bisschen zusammenreimen, was da immer ein bisschen steht, aber das hat uns nicht gross beeindruckt. Und da ist mir noch etwas anderes aufgefallen. Sie haben sehr viel gelacht, sie haben richtig Spass gehabt, sie haben dem Goalie gratuliert, wenn er zweimal super pariert hat gegen sie. Hat das auch damit zu tun, dass, sagen Sie mal, das Ende der Spielerkarriere näher kommt und sie auf eine andere Art geniessen? Mehr muss ich dabei nicht zufügen, oder? Das heisst ja. Jawohl. Was ist jetzt das Ziel, nachdem eine Runde weitergekommen sind? Es kommen eine strenge Woche auf Sie zu. Was sind Perspektiven für die nächsten Wochen? Viele Match. Intensive Match und alles ein bisschen Match, wo entscheiden, ob du in der Meisterschaft dranbleibst oder ob du international weiterkommst oder nicht. Also das sind alles grosse Prüfungen, die vor uns stehen. Danke vielmals, Alex Frey, und Gratulation zum 2.